Präsident, meine Damen und Herren! Ja, dieser Gesetzentwurf ist ein guter Anlass, um über die Situation der Studierenden zu sprechen in diesem Land und während dieser Corona-Krise. Es gab am Montag einen bundesweiten Aktionstag der Studierenden, der auch hier vor dem Landtag stattgefunden hat, wo sie auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben. Deswegen will ich noch einmal darauf hinweisen, dass jeder vierte Studierende durch diese Krise in Existenznot geraten ist, dass viele ihre Jobs verloren haben, dass sie natürlich auch davon betroffen sind, dass es keine Kinderbetreuung gab, weil es gibt eine ganze Menge Studierende mit Kind, und dass viele dadurch in eine finanzielle Schieflage gekommen sind und sich verschulden mussten. Und da muss man sagen, da kam bisher sehr, sehr wenig vom Bund. Da hat das, was vom Land kam, die 250.000-Euro-Fonds, der ja nach zwei Stunden ausgeschöpft war, für 260.000 Studierende natürlich nicht gereicht. Und das, was wir auf Bundesebene jetzt gerade diskutieren und ja jetzt ab jetzt umgesetzt werden soll, ist natürlich auch viel zu wenig, zumal die Bedingung ist, damit Studierende überhaupt Hilfen beantragen können, dass sie weniger als 500 € auf dem Konto haben. Wenn man sich überlegt, was so ein WG-Zimmer in Frankfurt kostet und was Studierende vielleicht sonst noch ausgeben müssen, dann ist das ein bisschen unvernünftige Vorgabe und eine bisschen unrealistische Vorgabe, würde ich sagen, meine Damen und Herren. Also von daher sind die Studierenden in den letzten Monaten durchaus ziemlich alleingelassen worden von der Bundesregierung, von Frau Karliczek. Und deswegen ist es richtig, dass jetzt hier etwas passiert und dass hier jetzt auch Rechtssicherheit geschaffen wird. Weil es ist natürlich so, dass viele Studierende in der Sorge sind, dass sie eben kaum selber jetzt eingeschränkt waren zu studieren, dass Labore geschlossen hatten, dass Bibliotheken geschlossen haben, dass sie sich auf Prüfungen nicht vorbereiten konnten. Und deswegen sind wir erstmal grundsätzlich der Meinung, dass es richtig ist, hier jetzt eine Rechtsgrundlage zu schaffen und an diesen drei Punkten tätig zu werden, nämlich dass wir eine Anpassung der Regelstudienzeit brauchen, was den BAföG-Bezug angeht, weil Studierenden durch diese Situation jetzt einfach kein Nachteil entstehen darf, ob sie ihre erste Prüfung machen oder ihre letzte Prüfung. Klar muss sein, dass dieses Semester nicht voll gewertet werden kann und dass eben Studierende jetzt nicht ein Nachteil entstehen kann, weil sie jetzt ihre Prüfung nicht ablegen können, meine Damen und Herren. Es ist richtig, eine rechtssichere Lösung zu schaffen für die Online-Prüfungen. Auch hier, da haben, Kollegin Sommer hat das ja schon gesagt, da haben sich viele. Ja, achso, ich habe Kollegin Sommer gesagt und dann fängt die an zu klatschen. Ja, okay. Ich probiere es gleich noch einmal. Dass viele Hochschulen sich da schon selber auch beholfen haben, weil die Situation an den Hochschulen ist ja wirklich total schwierig. Also, wenn man mit Studierenden spricht, die sagen, man hat hier eine Videokonferenz, man hat dort eine Videokonferenz. Es ist teilweise wirklich schwierig, irgendwie Möglichkeiten für Hausarbeiten, für Prüfungen zu finden. Die ganze Frage, wie soll so ein Online-Semester überhaupt aussehen? Ja, also, dass es da größere Probleme gibt. Deswegen ist es da richtig, sicher eine rechtliche Grundlage auch zu schaffen. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Befristungen. Weil klar ist, wir müssen Exmatrikulationen vermeiden, und wir müssen auch vermeiden, dass Studierende ihr Studium abbrechen, weil sie einfach in höchstgrößten Finanznöten sind, weil sie ihre Nebenjobs verloren haben oder der BAföG-Bezug ausläuft. Deswegen ist es sicher richtig, hier auch eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Und hinzu kommt ja, dass die Ministerin im Obleute-Gespräch, bei der ich war nicht selber dabei, aber ich wurde vertreten, zugesagt hat, dass die Verordnungen, die sie nach dieser Rechtsgrundlage ja erlassen können, dass sie vor dem Erlass diese Verordnungen dem Landtag auch transparent machen oder beziehungsweise dem Ausschuss transparent machen. Der Zusage, das finden wir eine richtige Zusage. Aber unser Eindruck ist auch, dass eben die Hochschulen sagen, sie brauchen hier eine rechtliche Grundlage und sie brauchen ein Gesetz. Und deswegen würde ich auch mich den Worten der Kollegin Sommer anschließen. Und das merke ich mir, weil es so einfach ist, ein bisschen mehr Applaus zu kriegen in diesem Haus. Das ist, also deswegen würde ich mich da auch den Worten anschließen und sagen, wir begleiten das positiv. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Detailfrage im Ausschuss, Frau Ministerin, die können wir dann noch einmal beraten. Aber Sie haben die Obleute darüber transparent informiert. Und wir glauben auch, dass wir jetzt hier tätig werden müssen. Deswegen grundsätzlich stehen wir dieser Rechtsgrundlage, anders als die FDP, eher positiv gegenüber. Und wir sehen auch, dass es hier eine Zeitnot gibt, dass es einen Druck gibt und dass wir jetzt auch
vor Ende des Sommersemesters und vor Beginn des Wintersemesters eben eine Grundlage schaffen müssen. Und ich glaube, das ist das Mindeste, was wir tun können. Es gibt eine ganze Menge, was wir für die Studierenden noch mehr tun könnten. Da ist die Landesregierung in der Pflicht und natürlich auch die Bundesregierung. Vielen Dank. Applaus